Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Update zu Josies erstem Jahr. Die Josephine selber lässt sich entschuldigen, die ist drüben im Wohnzimmer und spielt mit ihren Geschwistern. Nachdem sie mir nämlich die vorherige Aufnahme quasi kaputt gemacht hat, indem sie einfach das Stromkabel gezogen hat und die SD-Karte das nicht gespeichert hat, die Datei, habe ich gedacht, bringe ich sie quasi außer Reichweite, damit sie nicht mehr an die Kabel kommt, weil sie ist mittlerweile so aktiv und krabbelt durch die Gegend und da komme ich einfach nicht hinterher. Und die ganze Zeit auf meinem Schoß sitzen möchte sie auch nicht. Deswegen hole ich sie gleich am Ende auf jeden Fall noch dazu. Aber jetzt lassen wir sie erstmal spielen. Genau. Ich habe euch heute, wie versprochen, das Thema Beikost und Beikoststart mitgebracht. Wie gesagt, wir haben noch nicht gestartet. Da werde ich euch dann aber hier in den Vlogs, wenn es soweit ist, auch gerne mitnehmen. Aber ich dachte mir, da sie jetzt 6 Monate alt ist und da das irgendwie so die magische Grenze ist, erzähle ich euch da heute ein bisschen was drüber. Zuerst vielleicht nochmal zu Josephine an sich. Ich hatte ja letzte Woche erwähnt, dass wir einen Termin beim Osteopathen hatten. Da waren wir auch vorgestern. Und der Osteopath hat gesagt, war gut, dass wir da waren, weil meine Vermutung, dass da doch irgendeine Blockade ist, war richtig. Sie hat in der Brustwirbelsäule, irgendwo zwischen dem 4. und 6. Wirbel, meinte er, dass da eine Blockade ist. Und die hat er dann gelöst. Ich hoffe komplett. Das wird sich zeigen. Es dauert ja auch immer so ein bisschen, bis sich das dann quasi alles setzt und bis man dann auch sehen kann, was das jetzt gebracht hat. Und er hat mich nämlich auch gefragt, ob sie sich viel durchstreckt. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgedacht und das tut sie tatsächlich. Ich hatte ja mal erwähnt in einem der vorherigen Vlogs auch, dass sie nachts, wenn ich sie anlegen möchte, dass ich mich mit ihr hinsetzen muss und sie dann stille, bis sie eingeschlafen ist und wir uns dann erst gemeinsam wieder hinlegen. Und das ist auch, weil sie sich dann halt durchdrückt und im Liegen sich nicht andocken möchte. Und das ist mir so in den letzten 2, 3 Wochen, wenn wir zwischendurch mal Auto gefahren sind, ist mir das aufgefallen, dass sie nicht in den Maxi-Cosi rein wollte. Also ich habe sie reingesetzt und bevor ich sie irgendwie anschnallen konnte mit den Gurten, hatte sie schon den Rücken durchgedrückt und war quasi unten schon fast wieder rausgerutscht aus dem Maxi-Cosi. Und das scheint wohl auch eine Folge dessen zu sein. Also er meinte, dass das hinten Druck drauf ist und sie sich deswegen lieber streckt, als in die Rundung, in die Beugung zu gehen. Und das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, oder ja, es ist der Grund, warum sie auch zum Beispiel ihre Füße nicht greift. Das hatte die Kinderärztin ja schon Mitte November gesagt, dass ich ihr immer wieder mal die Füße in die Hand geben soll. Und habe ich auch zwischendurch gemacht, aber ich dachte mir eigentlich, müsste sie ja selber irgendwie auch den Drang verspüren, ihre Füße zu erkunden, hat sie aber bis jetzt tatsächlich auch immer noch nicht. Und mal gucken, ob das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, ob sich das bessert. Und sie dreht sich auch immer noch nur über eine Seite und nicht über die andere Seite. Das heißt, das sind alles so Folgen. Also er meinte, dass sie sonst nichts hat, dass da alles okay ist im Rest des Körpers und dass sie das deswegen wahrscheinlich auch jetzt so lange so gut kompensieren konnte. Aber wenn die Kinder dann was Neues lernen und sich Schwerpunkte verschieben und andere Muskelgruppen benutzt werden, dann kommt sowas meistens zum Vorschein. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir da waren. Ich habe jetzt in 3 Wochen nochmal einen Termin gemacht. Mal gucken, ob die Josie den kriegt oder ich. je nachdem, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Die Nacht nach der Behandlung war eigentlich gar nicht so schlecht. Da hat sie sogar auch zeitweise gar nicht in meinem Arm schlafen wollen. Das haben wir ja auch seit Wochen, dass ich auch nachts irgendwie nicht aufstehen darf. Auch wenn ich mal auf Toilette muss, da muss ich sie immer mitnehmen. Die letzte Nacht jetzt war eher wieder katastrophal, würde ich sagen. Also wir waren auch etwas über 1,5 Stunden wach. Das war jetzt auch nicht so ideal. Mein Mann hat sie dann auch irgendwann übernommen und ist dann mit ihr durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, ich zeig dir mal, wie das geht. Gerne, sehr, sehr gerne. Und da hat sie dann zum Schlafen gebracht und hat mir sie dann schlafend wieder zurückgegeben. Und zum Glück war ich gestern auch gar nicht so spät im Bett, sodass ich da nicht so viel Schlafverlust hatte. Aber die Nächte
Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich habe jetzt auch gar nicht in der App geguckt, in der Oje, ich wachse App. Vielleicht ist sie auch gerade im Sprung. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also es könnte auch sein, dass alles so ein bisschen zusammenkommt. Sie war auch gestern und heute so ein bisschen knatschig, quengelig und ja, nicht ganz so gut drauf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das ist normal. Jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Die Zähne, ne, sind ja auch noch nicht draußen. Das spielt da auch noch mit rein. Also von daher, es sei ihr auch mal gegönnt, dass sie mal einen schlechten Tag hat. Genau. Dann war ich gestern noch mal beim Gefäßchirurgen. Ich hatte jetzt nach 6 Monaten meinen Kontrolltermin und der hat noch mal, also auch auf beiden Seiten, obwohl ja nur auf einer Seite die Krampfader war und dann auch die Entzündung nach der Geburt, der hat sich beide Seiten noch mal angeguckt, die Venen und den Blutfluss, Zufluss, Abfluss und auch oben an der Leiste. Und er hat gesagt, das ist soweit alles okay, auch die tiefen Venen, das fließt alles super. Es ist aber halt immer noch diese Gefäßwände sind immer noch sehr schlaff, wabbelig. Ich stehe ja auch noch voll. Und ja, das spielt dann natürlich auch noch mit rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange das bei der Emilia damals gedauert hat, bis das wieder alles sich so ein bisschen verfestigt hat. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es diesmal auch ein bisschen länger dauert, weil es halt auch viel eher in der Schwangerschaft aufgetreten ist. Also bei der Josephine jetzt in der Schwangerschaft habe ich das ja schon in der 9., 10. Woche gemerkt, da hat sich das ja schon abgezeichnet und ich hatte ja dann, ich glaube, in der 13. oder 14. Woche habe ich ja dann angefangen, die Strümpfe zu tragen und bei der Emir damals war ich erst in der 32. Woche beim Frauenarzt und nee, stimmt gar nicht, beim Hausarzt und hat mir dann ein Rezept geholt. Das heißt, vielleicht hat es da so in der 28., 29. angefangen, ich habe es noch nicht richtig gemerkt und dann habe ich mir halt da erst die Strümpfe geholt. Wobei ich ja, wie gesagt, ich gestehen muss, ne, dass ich sie sehr, sehr unregelmäßig getragen habe. Aber diesmal finde ich es schon wichtig, weil man es halt auch noch so gut sehen kann. Und ja, jetzt muss man mal gucken. Ich möchte gerne erstmal auch warten, wie es sich entwickelt, bis dann wirklich ich ja so wenig nur noch stille, dass man eigentlich sagen kann, dass das hormonell nicht mehr groß da reinspielt und dann mal schauen, wie es sich entwickelt hat und wie es aussieht, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass diese Krampfader sich quasi wieder normalisiert und dass das alles wieder so wird wie vorher, weil es, wie gesagt, nicht die Ader ist, die damals bei der Emilia entzündet war. Deswegen hoffe ich da einfach auf das Beste. Genau. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Beikost. Und ja, ich würde mal behaupten, so von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, seit wir auch mit dem Film mit der Beikost angefangen haben, es gibt zwei Lager. Es gibt einmal die, die wirklich Brei geben am Anfang und sich dann langsam so da durcharbeiten, bis die Kinder dann, ne, diese Gläschen mit den Stücken zum Beispiel, bis es dann etwas stückiger wird und bis die Kinder dann irgendwann ganz normal vom Familientisch mitessen. Und dann gibt es das Lager Baby-led-Weaning, wo man wirklich schon relativ von Anfang den Kindern natürlich altersgerecht und so, dass es nicht gefährlich ist, dass die aber wirklich schon auch Fingerfood bekommen und nicht alles ganz fein püriert. Vorab möchte ich gerne noch was sagen, was ich ganz wichtig finde, wo ich noch mal drauf eingehen möchte, und zwar diese Reifezeichen, diese Beikost-Reifezeichen, also dass man wirklich sieht, dass das Kind reif ist. Ich habe nämlich zufälligerweise vor 2 Wochen, 2,5, die neue Hebammenzeitschrift bekommen und da war ein Artikel drin über Beikost, Beikoststart, und da stand auch noch mal ganz klar drin, dass wirklich diese Empfehlung von der WHO ab 6 Monaten für alle gilt. Also es gibt wohl immer wieder mal Stillberaterinnen oder Hebammen oder Kinderärzte oder, die was anderes empfehlen. Und da stand nochmal ganz klar drin, dass diese Empfehlung wirklich für alle gilt. Es wird ja auch von der WHO empfohlen, dass man wirklich ein halbes Jahr voll stillt und dass man danach erst mit der Beikost startet. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass die Kinder sich erstmal entwickeln müssen, dass sie diese Reife erreichen müssen,
Und dass auch der Darm diese Reife erreichen muss, weil der Darm ist ja unbefleckt, wenn das Baby auf die Welt kommt. Und diese ganzen Darmbakterien, diese guten, müssen sich erstmal ansiedeln und den Darm von innen auskleiden, damit dem Darm nichts passiert, der Darmwand, wenn da Nahrungsmittel durchgehen. Und das kann wirklich, wenn man da zu früh mit anfängt, kann das bei den Kindern dazu führen, dass die im späteren Leben Probleme und Entzündungen etc. etc. immer wieder im Darm haben. Chronische Darmentzündungen, weil einfach diese Beikost, weil damit viel zu früh gestartet wurde. Ich weiß, es gibt Gläschen bei Rossmann, DM, von Hip, Alete, wie sie alle heißen. Da steht drauf, ab 4 Monaten. Es gibt auch einige wenige Babys, die wirklich mit 5 Monaten schon diese Zeichen, diese Reifezeichen haben und die auch von der Milch nicht mehr satt werden. Aber das ist eher selten der Fall. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal erwähnen, dass, ja, dass diese 6-Monats-Marke doch schon abgewartet werden sollte. Und was sind diese Reifebeikostzeichen für die, die es vielleicht nicht wissen und keine Lust haben zu googeln? Das erste wäre, dass das Baby relativ sicher und fast ohne Hilfe oder natürlich im besten Falle ganz ohne Hilfe alleine sitzen kann auf dem Schoß oder halt in einem Hochstuhl. Dann, dass das Baby die Koordination hat, etwas mit dem Auge zu fixieren, mit den Augen, es mit der Hand zu greifen und zum Mund zu führen. Und das dritte wäre, dass die Kinder diesen Zungenreflex nicht mehr haben, dass sie es nicht mehr rausschieben mit der Zunge. Das sind so diese drei Dinge, die doch schon gegeben sein sollten, damit man mit der Beikost anfangen kann. Genau, es gibt, wie gesagt, quasi 2 Lager. Ich habe jetzt schon 2 Kinder durch die Beikosteinführung begleitet und ich habe mit beidem schon Erfahrung gemacht und ja, würde euch gerne dazu einfach mal so ein bisschen was erzählen. Also vorab, ne, es gibt, finde ich, kein richtig und kein falsch. Ich finde, man sollte sich da natürlich auch immer so ein bisschen nach seinen eigenen Bedürfnissen richten, aber natürlich größtenteils auch nach dem Kind, ne, und dann einfach auch ein bisschen rumprobieren. Bei dieser klassischen Brei-Beikost-Einführung, wie es empfohlen wird, da ist es so, dass man wirklich mit Brei startet, mit pürierten Sachen, wo keinerlei Stücke drin sind und das Kind wird mit dem Löffel gefüttert. Und in Deutschland ist es so, dass man in der Regel, man startet entweder mit Karotte oder mit Pastinake und dann gibt es so einen Plan, ne, mit welcher Mahlzeit man auch startet, ab wann man dann zum Beispiel Kartoffeln dazu nimmt, ab wann man dann Fleisch dazu nehmen kann, wann dann die nächste Mahlzeit dazu kommt und da gibt es quasi so, ja, so eine Richtlinie oder so eine Tabelle, wo man sich dran orientieren kann. Beim Finn damals haben wir auch so angefangen, also relativ klassisch, wobei ich gestehen muss, dass ich mich da gar nicht so eingelesen habe, und jetzt geguckt habe, was genau wird als erstes empfohlen. Ich habe auch wirklich nicht mit Karotte gestartet. Wir haben als erstes Spinat ausprobiert. War jetzt vielleicht auch nicht so ideal, weil Spinat natürlich ein bisschen bitter ist. Aber ich habe gedacht, wir starten einfach mal damit. Er war knapp 6 Monate, er war noch nicht ganz 6 Monate alt, also ein paar Tage vorher, war aber wahrscheinlich auch so meiner Ungeduld so ein bisschen geschuldet. Wie gesagt, erstes Kind, total aufregend und man wollte so gerne starten. Es hat sich aber auch relativ schnell rauskristallisiert, ich glaube nach 2 Tagen. Ich habe das mittags dann mal angeboten, hat sich gezeigt, das ist noch gar nichts für ihn. Also er hat das zwar irgendwie, er hat sich den Löffel auch in den Mund schieben lassen, beziehungsweise er hat den Mund aufgemacht, hat das auch im Mund gehabt, aber hat dann irgendwie nichts davon geschluckt und es kam alles so langsam wieder raus. Und dann haben wir das auch erstmal ruhen lassen. Mindestens 4 oder 5 Wochen habe ich dann gesagt, dann machen wir da gar nichts. Und dann habe ich langsam wieder angefangen, Süßkartoffel und Möhre. Dann habe ich auch mal, dann ging es quasi irgendwie doch so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen in die Richtung Baby-Led-Weaning.
Ich habe ihm dann zum Beispiel Reis gegeben, um den mit den Fingern zu essen. Oder ich habe ihm Rührei gemacht und habe ihn das essen lassen. Und das habe ich natürlich dann nicht klein püriert. Und irgendwann habe ich dann zum Beispiel auch, weil es einfach schneller ging, ich habe es vorher im Dampfgarer natürlich alles gemacht, extra noch einen Dampfgarer gekauft und dann alles mit dem Pürierstab schön püriert und in so Döschen abgefüllt. Es gibt von Avent so ein Set, ich glaube, da sind 20 Stück drin, zwei verschiedene Höhen. Und dann habe ich das immer eingefroren. Dann habe ich immer natürlich mehrere Portionen gemacht. Und genau, irgendwann bin ich dann aber dazu übergegangen, die Süßkartoffeln einfach nur in Scheiben zu schneiden, aufs Backblech, Öl drüber, ab in den Backofen, hinterher die Haut abgezogen. Das hat er dann zum Beispiel auch gegessen. Ich habe es dann abkühlen lassen und dann gab es noch was dazu und so Gemüse. Dann hat er das auch gegessen. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, Brokkoli, Rosenkohl, Erbsen, ja, und habe das dann wirklich weich gekocht. Ja, da sollte man dann auch natürlich immer darauf achten, dass wenn man das so zwischen zwei Fingern nimmt, dass das dann schon matschig wird, ne? So wie wenn man es quasi pürieren würde, damit das Baby das dann auch gut essen kann. Und ja, so sind wir dann quasi relativ schnell, aber auch zu diesem Essen, wo er doch ein bisschen kauen musste. Er hatte aber auch relativ früh schon Zähne. Also mit 4 Monaten sind die ersten beiden Zähne schon durchgebrochen. Und ich meine, mit 7, 8 Monaten hatte er auch schon die 4 oberen und die 4 unteren. Und dann konnte er da auch schon so ein bisschen und die Backenzähne alles. Das kam alles relativ schnell. Und da konnte er dann auch schon gut alles zerkauen. Das hat wirklich gut funktioniert. Genau, und dann habe ich irgendwann geguckt, dass ich ihm Frühstück also angeboten habe, Obst, das war auch am Anfang püriert und dann später nicht mehr. Dann haben wir auch natürlich mal Brötchen ausprobiert und Brot. Also da habe ich dann auch so ein bisschen hin und her geswitcht. Und dann gab es auch irgendwann natürlich dann Abendbrot. Und genau, das hat ganz gut funktioniert, wobei ich sagen muss, im Vergleich zum Beispiel zu Emilia, mit der ich Baby-led Weaning gemacht habe. Ich weiß natürlich nicht, ob es daran liegt, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen und ja, weiß es auch nicht genau, aber dass Finn doch sehr viel wählerischer ist beim Essen. Dass er auch eine Zeit lang gar nichts probiert hat und dass es manchmal auch von heute auf morgen kommen konnte, dass er etwas nicht mehr mochte. Also hat als kleines Kind hat er Karotte, Möhre, Brokkoli gegessen. Und das hat er dann irgendwann nicht mehr. Und ja, also ich habe so das Gefühl, dass seine Geschmacksnerven immer noch so ein bisschen Achterbahn fahren und dass er mal das mag und mal das. Also man kann nicht sagen, er hat jetzt irgendwie über 3, 4 Monate regelmäßig zum Beispiel ja, Brokkoli gegessen und das kann ich ihm jetzt auch zwischendurch mal anbieten. Das ist nicht so der Fall. Das funktioniert nicht so gut. Aber ja, das war für uns am Anfang eigentlich ein ganz guter Weg. Ich habe nicht so lange püriert. Ich bin dann irgendwann umgestiegen und das, ja, das hat gut funktioniert für uns für den Anfang. Ja, bei der Emilia haben wir dann Baby-led Weaning gemacht und da bin ich durch Zufall auch drauf gestoßen, beziehungsweise habe mich dann auch mehr damit befasst. Ich habe bei Instagram einen Account entdeckt, den kann ich euch auch gerne unten reinschreiben, wie der heißt. Das ist eine Mama, die lebt in Amerika und die ist Ernährungsberaterin und die hatte Vierlinge. Die hat Vierlinge bekommen und hat vorher schon eine Tochter gehabt und mit der hat sie dieses ganz klassische mit dem Brei gemacht. Und als sie dann mit 4 Kindern schwanger war, hat sie gedacht, oh Gott, ne, wie schaffe ich das denn, 4 Kinder auf einmal irgendwie, ne? So viele Hände habe ich gar nicht. Und dann ist sie auf Baby-led Weaning aufmerksam geworden und natürlich auch berufsbedingt für sie war das sehr spannend und sie hat sich dann in die Materie eingelesen und hat sich damit beschäftigt.
Und ja, hat dann mit ihren Vierlingen Baby-led Weaning gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert. Da hat sie schon immer wieder ein bisschen mal was gezeigt. Und dann ist sie, ich glaube, die sind 3, 4 Monate vor der Emiya geboren, hat sie nochmal Zwillinge bekommen und hat dann eine extra Instagram-Seite erstellt und hat dann die ersten 100 Lebensmittel, die ihre Zwillinge gegessen haben, vor dem ersten Lebensjahr, also das war so ihr Ziel, 100 Lebensmittel vor dem ersten Lebensjahr, um einfach so eine, ja, so eine große Auswahl auch an Geschmäckern und Texturen, dass die Kinder das schon mitbekommen. Und das hat sie dokumentiert, Tag für Tag, und hat Videos hochgeladen, und das habe ich dann auch so ein bisschen verfolgt und habe mir das immer wieder angeguckt und auch ihre Erklärungsvideos dazu, zum Beispiel zum Thema Verschlucken und allergische Reaktionen. Also da erzählt sie auch ganz, ganz viel und nimmt auch die Angst und ne, zeigt auch, wie man das Essen am besten zubereitet, also auch in verschiedenen Texturen am Anfang. Also sie püriert das auch so ein bisschen, gibt aber auch Fingerfood-mäßig und zeigt aber auch, ne, dass man halt immer gucken muss, dass die Sachen schön weich gekocht sind, dass man das mit den Fingern halt auch zerquetschen kann, dass die Kinder sich halt nicht daran verschlucken, ne, dass sie mal so ein bisschen husten und was wieder hochhusten, das ist normal, ne? Aber sie erklärt das sehr, sehr schön, ne? Sie erklärt zum Beispiel auch, dass dieser Würgereflex, den wir haben, dass der bei ganz kleinen Kindern, wenn die quasi mit der Beikost starten, sehr weit hier vorne ist im Mund. Einfach auch aus Sicherheitsgründen, dass wenn was passiert, dass das Baby viel, viel eher anfängt zu husten und auszuspucken als wir als Erwachsener. Und der wandert dann Stück für Stück nach hinten. Und wenn man jetzt mit dem Baby anfängt und es erstmal nur an pürierten Brei gewöhnt, dann wandert dieser Würgereflex langsam nach hinten. Und wenn der schon relativ weit hinten ist und man dann erst langsam umstellt auf Texturen mit Bröckchen drin oder halt wirklich Sachen, wo das Kind selber abbeißt und kaut, dann kann es ja schon ein Problem sein fürs Kind, weil es dann nicht so früh anfängt zu husten oder zu spucken, wie wenn man direkt von Anfang an dem Kind das beibringt. So, und man weiß auch, dass die Mundmuskulatur, das sagt sie auch, dass die viel besser trainiert wird, ne, wenn das Kind von Anfang an da auch so ein bisschen, ne, auf den Kauleisten oder schon mit den Zähnen einfach kaut. Und ja, das fand ich sehr spannend. Und sie hat halt immer 5 Lebensmittel pro Woche, jeden Tag ein neues, und hat dann aber auch, ne, sobald die Kinder mehrere Sachen schon dann gegessen hatten nach den ersten Tagen, immer wieder die Sachen miteinander kombiniert, dass die Sachen immer wieder auftauchen. Erst das Neue alleine und dann hat sie die Sachen kombiniert. Und das hat super funktioniert. Die Kinder hatten sehr, sehr schnell auch Spaß daran, sich selber damit zu füttern. Und ja, ich habe das dann bei der Emilia auch so gemacht. Ich habe mir dann auch so ein bisschen einen Plan gemacht. Also ich hatte keine 100 Lebensmittel im ersten Jahr, aber habe so geguckt, was könnte spannend sein. Also sie hat immer ein Lebensmittel, was eine allergische Reaktion hervorrufen könnte, ein Obst, ein Gemüse, dann irgendwas, sowas wie Kartoffeln, Reis, ne, irgendwas mit Kohlenhydraten. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und was ich hier auch sehr schön fand, ist, dass wir alle am Tisch sitzen konnten. Der Finn hat sich ja selber sowieso schon gefüttert, der war ja schon über 2,5. Und die Emilia konnte sich aber größtenteils auch selber füttern. Das fand ich sehr, sehr praktisch, weil ich dann auch essen konnte. Und wir dann wirklich alle zusammen gegessen haben und ich nicht mein Essen und sie dann noch füttern. Also das war sehr, sehr praktisch und hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten auch einmal eine kleine allergische Reaktion, hat sich aber relativ schnell gegeben. Ich weiß nicht mehr, ob es Cashew oder Mandelmus war. Da hat sie so rote Flecken um den Mund bekommen und die nur so ein bisschen quaddelmäßig. Ist aber sehr schnell wieder weggegangen und haben wir dann erstmal weggelassen. Aber jetzt isst sie Nüsse, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Also es war auch nichts geschwollen, Atemwege oder so, war alles super. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön. Und was ich auch sehr logisch finde, was sie auch erklärt auf ihrem Account mit den Zwillingen, dass das ist ja in Deutschland auch, dass man sagt, die erste Woche nur Möhre oder Pastinake und dann kommt Kartoffel dazu und dann kommt Bio-Rindfleisch oder was auch immer dazu. Sie sagt, und das ist uns ja auch passiert, wenn das Kind auf etwas allergisch reagiert, passiert das sehr, sehr zeitnah. Also nicht erst nach 3, 4 Tagen, wenn das Kind es schon ein paar Mal gegessen hat. Deswegen kann man auch jeden Tag was Neues einführen und das, ja, das fand ich sehr, sehr toll und das werde ich mit der Josephine
auch wieder so machen. Und die ruft mich. Ich hole sie jetzt mal dazu. So, auf einen letzten Punkt würde ich gerne noch eingehen, und zwar traditionelle Ernährung. Das stand auch unter dem letzten Vlog drunter. Und ich gehe davon aus, dass Weston Price gemeint ist, weil auch der Verweis auf Sarah Schmidt da war. Und genau, das macht sie nämlich schon relativ lange mit der ganzen Familie, dass sie sich nach Weston Price und dieser traditionellen Ernährung ernähren. Und genau, ich habe mir jetzt nochmal das ein oder andere Video auch angeschaut und ein bisschen was wusste ich schon, vieles aber noch nicht. Und ich fand es selber auch sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr einleuchtend, dass sie zum Beispiel sagt, dass es gar nicht so viel, ja, nicht so viel Sinn macht, zum Beispiel, wie wir das traditionell machen mit der Karotte oder auch mit der Pastinake anzufangen, weil es im Vergleich zur Muttermilch sehr, sehr viel weniger Nährstoffe enthält, viel weniger Kalorien auf 100 Gramm oder 100 Milliliter liefert. Und ja, dass man wirklich gucken sollte, wenn man mit der Beikost-Einführung startet, dass man dem Kind was zu essen gibt, was die Muttermilch quasi noch toppt, weil es ja oftmals dann auch der Fall ist, dass die Kinder gar nicht mehr satt werden durch die Muttermilch. Und da sollte man gucken, dass man das dann auch gut unterstützt. Und ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Sie fängt oftmals mit Eigelb an. Spannende Sache auf jeden Fall. Und ich weiß noch nicht, was ich davon umsetze, aber ich werde mir die Videos nochmal ganz in Ruhe anschauen und nochmal gucken, was für uns da einfach in Frage kommt. Finde ich natürlich ein bisschen schwieriger. Wir leben jetzt hier sehr, sehr städtisch und es ist gar nicht so einfach, zum Beispiel zum nächsten Bauernhof zu fahren und sich da wirklich Eier von freilebenden Hühnern zu holen, die wirklich Würmer picken und Gras fressen und die den ganzen Tag draußen sind. Oh, das finde ich sehr, sehr schade. Ich werde aber mal schauen, was da so machbar ist und wo wir so drankommen, weil ich das wirklich einen sehr, sehr guten Ansatz finde. Und ich werde mich auch noch mal mit Weston Price selber beschäftigen. Er hat auch Bücher rausgebracht und ja, werde mal schauen, was ich davon noch so einfließen lasse. Ich denke, das mit dem Vorkauen ist jetzt nicht so meins, aber warum nicht? Also wenn man das gerne machen möchte, finde ich auch, sollte man auf jeden Fall ausprobieren, oder? Dass auch hier das Kind wieder schon quasi so ein bisschen vorverdaute und auch vorgekaute Nahrung bekommt. Vögel machen das ja auch so. Also warum nicht? Ich werde euch auf jeden Fall die Videos, die Sarah dazu gemacht hat, mal unten verlinken. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch gerne mal euch durchklicken, mal reinschauen, mal querschauen. Und vielleicht ist für euch ja auch noch das ein oder andere dabei, der ein oder andere Tipp oder das ein oder andere, was ihr gerne umsetzen möchtet. Genau. Und wie bereits angekündigt, wenn wir dann mit der Beikost-Einführung starten, dann kann ich euch auch gerne so ein bisschen mitnehmen und euch das ein oder andere Update geben und vielleicht euch auch zeigen, was ich der Josephine so zu essen gebe und auch in welcher Form, ob es dann so ein bisschen püriert ist, wie es weich gekocht auch ist. Und vielleicht auch das eine oder andere, was ich mit Muttermilch mischen werde. Zum Beispiel gequetschte, mit der Gabel gequetschte Avocado kann man super mit Muttermilch mischen. Habe ich bei der Emilia auch gemacht. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es losgeht. Sie kann aber noch nicht sitzen. Sie macht noch keine Anstalten dazu und ist doch sehr, 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 sehr wabbelig. Und hat auch noch diesen Reflex, dass sie mit der Zunge die Sachen rausschieben würde. Das Einzige, was sie kann, ist etwas greifen und zum Mund führen. Aber ich möchte gerne, dass sie alle drei Reifezeichen auch erfüllt. Und dann werden wir aber auch starten. Genau. Wenn ihr jetzt immer noch Fragen habt zum Beikoststart, zu Baby-Led Weaning oder was euch auch gerade noch so einfällt oder wenn ihr gerne eigene Erfahrungen teilen möchtet, wenn ihr auch schon den ein oder anderen Beikoststart mitgemacht habt, schreibt es gerne rein. Ich habe bestimmt das ein oder andere nicht erwähnt oder vergessen. Also
können wir uns gerne unten nochmal in den Kommentaren austauschen, wenn ihr Lust habt. Und ja, wenn ihr das Video noch nicht geliked habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das jetzt noch machen würdet. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Eure Marie.